Hallo zusammen, heute geht's wieder mal um den Katalog 2023 und zwar um die Seite 38 und hier geht's um diesen Kühlschrank. Der hat 48 Breite und 79 Höhe. Der ist identisch wie den ich gestern gezeigt habe, dieser Kühlschrank hier, der hat aber 10 Liter weniger Inhalt. Und wenn wir den Schrank von der Seite her anschauen, da sitzt die Kühlmaschine hier unten und bei dem hier ist hier unten Kühlschrank und die Kühlmaschine sitzt jetzt hier oben. Man kann natürlich die Kühlmaschine auch zum Beispiel drunter setzen, weil wir haben genügend Leitung, um das Aggregat tiefer zu setzen. Als Option könnte man auch eine längere Leitung und zum Beispiel Kältemittelkupplungen haben. Da mache ich ein Video. Unten sehen wir den Unterschied. Hier habe ich zwei solche Gemüseschubladen. Und wenn ich die von dem Schrank nehme, sehen wir, die wird auch hier reingehen, aber sie ist natürlich wesentlich tiefer. Also hier habe ich mehr Tiefe als bei 85 Liter. Da oben habe ich hier ein Eisfach, Standard, Eiswürfelbehälter. Standard habe ich eine Innenbeleuchtung. Ich habe hier Schrauben zum Befestigen auf der Seite. Hier kann ich also von innen her den Kühlschrank anschrauben. Die Möglichkeit besteht natürlich auch, dass ich vom Kasten nebendran durch das Brett, was hier steht, den Kühlschrank ans Brett schraube, links und rechts rein, überhaupt beides möglich. Wir haben nicht nur den 95N, wie normal, was normal ist, sondern wir haben auch den F. Das ist der Kühlschrank, also der gleiche Kühlschrank, aber ohne Eisfach. Durch das habe ich kein Tiefkühl oder keine Eisfachmöglichkeit. Das ist kein Tiefkühl, das ist nur minus 12 Grad. Tiefkühlung fängt bei minus 18 Grad an. Und hier habe ich einen reinen Kühlschrank, durch das habe ich mehr Platz. Und diese Möglichkeit haben wir auch hier. Das wäre dann aber der 95F, wie flacher Rückwandverdampfer. Weitere Option ist zum Beispiel externe Digitalanzeige, Kupplungen, wie schon erwähnt, längere Leitung, kann man hier als Option alles bestellen. Das findet ihr in diesem Katalog hier, beziehungsweise im Shop, was ich euch verlinke. Dieser Kühlschrank hat im Gegensatz zum 85er hier so eine Schräge. Das ist, dass wir ihn höher montieren können in einem Van drin, Kühlaggregat nach unten, dass sich unten die Wärme besser wegkriegt, dass auch der Stromverbrauch tiefer ist, weil wenn ich diesen Kühlschrank auf dieser Höhe habe und die Kühlmaschine sitzt hier oben, dann habe ich die Abluft teilweise hier oben und das bläst dann permanent am Kopf. Und die Wohnmobile oder Vans, die sind nicht so hoch, die haben irgendwo 1,95 Meter, wenn überhaupt. Und dann habe ich oben so eine warme Glocke hängen und das Kühlaggregat braucht dann mehr Strom. Dieser Kühlschrank hat nach einer alten DIN-Norm 12,75 Wattstunden Stromverbrauch pro Stunde. Das sind dann 306 Wattstunden am Tag oder 24 Stunden. Wenn ich dann zum Beispiel solch eine Lithium-Batterie, also 100 Ampere Lithium-Batterie habe, dann hat die eine Kapazität von 1280 Watt. Somit wird der Kühlschrank hier etwa 4 Tage laufen. Das stimmt bei innen 5 Grad und außen 25 Grad. Bei 32 Grad außen habe ich einen Stromverbrauch von 620 Watt.
Also das Doppelte, 620 Wattstunden pro Tag. Das heißt, ich habe das doppelte Stromverbrauch und dann hält er mit dieser Batterie hier nur noch etwa 2 Tage. Als Energieversorgung reicht auch solch ein Panel. 130 Watt wird ein bisschen knapp, aber es wäre eine gute Ergänzung. Oder 2x 100 Watt, dann sind wir auf der sicheren Seite. Die Batterien, die Panel, Solarregler haben wir alles bei uns im Lager. Kommt vorbei, schaut euch das Sache an. Kühlschränke logischerweise auch, das ist unser Hauptgeschäft. Hier oben verlinke ich euch das Video mit den Kupplungen. Und hier das Video von diesem Kühlschrank hier, dem 85er, mit 10 Liter weniger Inhalt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.